So Leute, mit dem Mond und dem Stern, Sonne, Mond und Stern, alter Schwede, geht jetzt auch Tag 5? 4? Sonntag hier. Sonntag auf Sonntag, Montag hier. Montag, Dienstag, Mittwoch. Heute ist Donnerstag. Tag 5. Jo, Tatsache. Ich müsste jetzt ansonsten in die Anmoderation von heute gucken. Tag 5 geht zu Ende. Ja, was haben wir heute angestellt? Wir waren auf einer Rennstrecke, wir sind im Fluss rumgelaufen. Nee, Quatsch, in so einem Teich, so einem Becken. Du. Irgendwie sowas. Haben das erkundet. Wir sind auf den Klippen rumgesprungen. Wir sind im Becken auf den Grund gegangen, genau, das habe ich gesucht. Wir sind auf Burgen rumgeturnt. Selbst auf welchen, die gibt es eigentlich nicht. Also eigentlich hatten wir die so gar nicht auf dem Kessel, aber war lustig. Wir haben immer noch für keinen Parkplatz bezahlt. Ja, wir waren selbst gerade beim großen Kaufhaus. Und das ist Alter. wirklich ein Schucken gewesen. Ich habe zu viele Videos gemacht und mein Handy ist mittlerweile an der Belastungsgrenze. Meine SD-Karte. Corona. Meine SD-Karte ist sowieso zum Kotzen voll. Das heißt, ich habe das Ganze jetzt auf dem Handy gespeichert. Das ist jetzt auch voll. Deswegen mussten wir nochmal los und eine SD-Karte kaufen. Es war sehr recht günstig. Also in Deutschland Jo. hätten wir genauso viel bezahlt. Jo. Es reicht auf jeden Fall für die Portugal-Videos. Das Ding, was wir da gefunden haben, Alter. Das war im Endeffekt, wenn man sich überlegt, es war ein kompletter Komplex. Weil du hast gemeint, das eine Ding hört auf. Nein, das nächste Ding fährt an. Also wer sich so ein bisschen in Hannover in der Gegend umkennt, auskennt, der kennt das Sterncenter in Bremen, der kennt das Leine Center in Hannover, der kennt eventuell sogar die Stadtgalerie Hameln, also das ist ja alles so ein Komplex. Packt euch diese Riesendinger jetzt einfach mal auf einen Fleck und dann habt ihr ungefähr die halbe Größe von dem Teil, wo wir vorhin drinne waren. Also das ist ein riesengroßes Teil. Über 4 Etagen auf, was hat das Ding, Grundfläche? Keine Ahnung. 15, 20, 25.000 Quadratmeter. Das Ding ist ein fürchterlicher Klopper. Also das ist also Platz. Auch parken kostenlos. Also von den Parkgebühren könnte sich Deutschland echt was abschneiden. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Ortschaft zu finden, wo Parken was kostet. Das ist Tavira. Aber auch nur unten am Hafen. Ja. Ansonsten auch in Tavira. Nein. Du findest an der Küste, an den normalen Aussichtspunkten, wo du richtig Kohle machen würdest. Gar nichts. Da kannst du parken, kannst du stehen, kannst du machen. Ist alles Also okay. teilweise so noch Restaurants daneben. Ja. Ist alles okay. Jo. Und dann kommst du nach Deutschland und zahlst für mal eben Geld holen bei einer Bank in Hameln. Ich glaube für 10 Minuten knapp 2 Euro. Ja, genauso habe ich auch geguckt und seitdem stehe ich im Parkverbot, weil die Chance erwischt zu werden ist geringer als den Preis zu bezahlen. Total Ach behindert. so, was wir heute an Strecke gedreht haben. Ja. Mal so 299 Kilometer. Na toll, den 1 Kilometer hätte ich auch noch voll gekriegt. Zeig mal bitte den Rundkurs. Damit die Leute das auch sehen. Na, schalte doch mal scharf. Ist egal, wie du aufnimmst, weil. Ah, so. Da. Da unten sind wir und dann ging es einmal. Ja, seht das selber, ne? Ihr könnt euch auch noch anhand von den Namen selber Es ging im raussuchen. Endeffekt so rum. Wie wär's denn mal, wenn du das Ganze auf dem Handy zeigst und nicht auf meinem Handy? Ach ne, jetzt ist es egal. Blenden wir ein. Ja, 1000 Kilometer haben wir heute auch voll gemacht. Also wir haben ein Streckenjubiläum gefeiert. Wir haben Lidl geplündert, wir haben Aldi platt gemacht,
Wir haben Hamburger gesehen, so typisch Leute. Nee, mit euch spreche ich nicht. Nee. Wir haben 1114 Kilometer auf dem Bock. Wie viel? 1114, meine ich. Wir haben Wir vor haben der. doch nicht von dem Jubiläum bis hierher 114 Kilometer gefahren. Hast du mal vorhin geguckt, wo wir da runtergefahren sind? Das waren über 100 Kilometer. Echt? Da stand Egal. Faro 100, etwas über 100 Ja, Kilometer. Digga, wir sind aber nicht in Faro gelandet, wir sind in Aber viel, Rovira. ja. Ja, das ist trotzdem nicht viel. Auf jeden Fall keine 100. Wir gucken da morgen nochmal nach. Das halten wir morgen nochmal auf dem Laufenden. So, jetzt sind wir wieder scharf. Ja, das wäre es eigentlich mit einer Handvoll Urlaub. Was wir morgen machen, verraten wir noch nicht. Und ja, er hängt schon wieder am Handy. Ich gehe Ja, jetzt guckt. duschen. Dann baue ich meine Speicherkarte um, hoffe ich. Ja, und dann ist Betzegeit, weil morgen ist definitiv früher aus dem Bett. Ach, guck Denn mal hier. 97. ja, wir hatten danach Zu aber. Algarve. Ja, das war aber nur bis Algarve Shopping. Ja, und Und dann? von Algarve haben wir auch noch mal 15. Ja, wir hatten aber von da aus noch 40 Kilometer bis aus Jubiläum. Also kannst du es dir selber ausrechnen. Also 100 Kilometer waren es auf keinen Fall. Ich gucke morgen auf den Kartoffelstand, glaub es mir. Es waren keine 100 Kilometer. Wette ich mit dir. Wette ich mit dir. Wir haben ja 15 Stunden zur Bahn gebraucht. Ich wette mit dir, es waren keine 100 Kilometer vom Jubiläum bis jetzt. Nein, das nicht. Das sage ich doch. Also haben wir keine 1114 Kilometer. Das geht gar nicht. Gestern schon etwas über 800 drauf. Ja, und vorhin auf der Bahn haben wir die 1000 voll gemacht. Richtig? So, und von dem Jubiläum bis jetzt sind wir keine 100 Kilometer gefahren. Wird das toll. Bumblebee knallt die Maske ins Gesicht und mir die Sonnenbrille vor die Augen. So, wir machen das morgen mit Zahlen und Fakten. So, ich fotografiere morgen den. Nee, dann machen wir Video. Wir machen doch sowieso mittlerweile die Open-Videos im Auto. Ja, das liegt daran, dass wir eigentlich nur essen und dann gleich sofort los. Was wir morgen machen, ist eine Überraschung. Und jetzt gehe ich duschen und Kollege Schnuschu macht noch ein bisschen Videobearbeitung und geht danach duschen und dann gehen wir Bobo. Ne? Ja, essen wir was. Ja, essen tun wir auch noch was. So, ich sag mal, Tag 5, ich bin raus. Jo, genau das Gleiche. Bis dann, Aber ciao. ciao.